Prison Architect, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute mit einer positiven Überraschung. Ich habe nämlich für euch heute den Kanalchat mitgebracht und das wiederum bedeutet, dass ich heute direkt sehen kann, was ihr im Chat schreibt. Das heißt, ab heute kann ich auch vernünftig mit euch interagieren. Ja, und ansonsten verzeiht mir einfach, wenn ich heute vielleicht ein bisschen durchhänge, vielleicht ein bisschen müde bin. Die Arbeit war anstrengend und dementsprechend hänge ich ein bisschen durch. Aber nichts, was wir nicht in den Griff bekommen. Und ja, da sind wir wieder mit unserer Gefängniseinrichtung. Und ich habe gestern ja das Problem gehabt, dass Gefangene ausgebüxt sind. Das ist etwas, wo wir uns auf jeden Fall drum kümmern müssen. Und zum anderen haben wir ja das Problem, dass neu angekommene Gefangene nicht richtig in die Zellen gebracht werden. Und da hat gestern der WhatsApp einen Tipp gegeben. Er hat nämlich geschrieben, dass wir einfach eine Holding Cell bauen sollen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es hier geldmäßig aussieht. Wir haben 12.000 Dollar. Ja, hier läuft auch einer frei rum. Wo sind eigentlich unsere Wächter? War das nicht so, dass sie irgendwie in Ärger geraten sind? Genau, hier läuft auch noch ein Mediziner rum. Ich erinnere mich. So, kleinen Moment. Hoppla. Ja, so ist das, wenn man neu dabei ist, dann kriegt man das mit dem Stream manchmal noch nicht ganz hin, aber ich lerne noch dazu. Jetzt habe ich nämlich gerade aufs andere Fenster geklickt. Ich hoffe, ihr habt mich noch gehört. Ja, wir wollen jetzt. Boah, das sind ja nicht so viele Leute hier. Ein Wächter, noch ein Wächter. Ja, dann bauen wir mal eine Holding Cell, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Ich musste mir erstmal eine kleine Orientierung verschaffen. Ja, als Holding Cell reicht das. Ein Wächter hat sich mit einem Gefangenen geprügelt, schreibt der WhatsApp. Genau. Das war unser letzter Stand. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der ist doch irgendwie ausgebrochen oder sowas. Ja, dann für die Holding Cell brauchen wir eine Tür. Dann nehmen wir erstmal eine einfache Tür. So, da sind wieder unsere fleißigen Menschen. Und bauen das Ganze auf. Ansonsten Elektrizität und Strom scheinen da zu sein. Aber es wird echt Zeit, dass die Typen hier mal hinter Schloss und Riegel kommen. So, hier haben wir anscheinend irgendwie eine Tür gebaut. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, muss ich eingestehen, aber warum nicht? Scheint ja nicht ganz schlecht zu sein. So, genau, dann machen wir hier eine Holding Cell aus. Und die braucht eine Toilette und Bänke. Auch das soll kein Problem sein. Die setzen wir mal so, dass wir das direkt mit der Röhre von diesem hier zusammenstecken können. Und eine Bank braucht die auch. Und weil wir ein paar mehr Leute erwarten, machen wir das mal so. Und dann müssen wir natürlich noch entsprechend hier ein Rohr verlegen. Wasser scheint ja da zu sein. Ja, wir ziehen das mal hier hin. Und vielleicht wäre es auch nicht dumm, hier dann tatsächlich nochmal auch ein Ventil zu installieren. An dieser Stelle. So. Das ist in Einrichtung. Dann haben wir hier drumherum den Zaun. Sehr gut. Also so langsam kriegen wir die Sache doch in den Griff.
Hoffen wir, dass unsere Gefangenen uns nicht in den Griff kriegen. Ja, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier noch beim zweiten Monitor. Wenn ich hier zu weit links rausrutsche, dann komme ich hier auf den anderen Bildschirm, kann gar nicht richtig scrollen. Aber mit den Pfeiltasten geht es auch, sehe ich gerade. Von daher kein Problem. Wie ist hier der Stand in der Küche? Wieso hat der gute Mann hier noch kein Wasser? Und wieso gibt es hier vorne noch kein Tor? Es wäre doch jetzt hier super schlau, wenn wir hier auch noch mal ein Tor hinbauen. So, die werden eingesperrt. Sehr gut. Denn dann können unsere Gefangenen auch hier vorne erstmal nicht so schnell ausbüchsen, denn das wollen wir nicht. Was mir auch nicht gefällt, ist hier der Lieferplatz und dieser Lagerplatz hier unten. Ich denke, da sollten wir auf jeden Fall noch mal was tun. Das sollten wir vielleicht noch mal umsetzen. Und in einer Stunde kommen auch schon die nächsten. Dann brauchen wir jetzt hier einen Raum zur Erholung für unsere Mannschaft. So, die werden abgeführt. Gut, wir kriegen die Leute jetzt endlich hier weg. Das ist richtig gut. Da danke ich dem WhatsApp auf jeden Fall auch nochmal, dass er mich da auf die richtige Fährte gebracht hat. Ich wundere mich allerdings jetzt, ob die jetzt hier einzeln rübergebracht werden in ihre richtige Strafzelle. Mal schauen. Ja, der hat natürlich jetzt Chance, hier abzuhauen, der Typ. Aber das Tor geht auch wieder zu. Von daher alles gut. Dann bauen wir jetzt mal den Raum für unsere Mannschaft zum Ausruhen. Da machen wir aber erstmal nur was Kleines. Weil wir müssen doch ein bisschen aufs Geld schauen. So, ein Eingang dazu. Jetzt gerade im Moment ist es etwas ruhiger. Und hier kommt eine Staff Door hin. Hier sollen dann nur Leute durchgehen, die dazugehören. Das geht hier immer alles sehr schnell und schön. Hatte ich jetzt hier an die Spüle gedacht. Aha, hier stimmt irgendwas noch nicht. Hoppla. Was ist denn das, was hier noch nicht stimmt? Anscheinend kommt hier kein Wasser an, kann das sein? Wasserpumpe, Waterpipe. Hier fließt aber Wasser durch, hier oben aber nicht mehr. Vielleicht ist einfach das Rohr zu klein. Okay, ich lese gerade im Chat, dass die Zellen eventuell zu groß sind. Ja, stimmt. Wahrscheinlich braucht jeder wirklich seine eigene. Jetzt wird die Holding Cell hier natürlich gleich mega voll. Verflucht. Also, Stück für Stück denken. Wir machen erstmal systematisch jetzt weiter und machen jetzt den Erholungsraum für unsere Mannschaft. Den machen wir erstmal fertig. Und der braucht noch ein großes Sofa und einen Getränkeautomaten. Wo ist es? Wo bist du, großes Sofa? Ich sehe dich nicht. Hier gibt es übrigens auch noch mehr, habe ich entdeckt. Und hier so ein Sprudelautomaten. Sehr schön. Der erholt sich schon, das ist gut. Ja, und hier mit den Zellen, das ist natürlich. Wisst ihr, was wir da machen? Wir tricksen. Ganz einfach. Wir tricksen. Wir bauen dieses Bett ab. Wir bauen dieses Bett ab. Und, genau. Das bauen wir auch ab. Und das bauen wir auch ab. Und das WC wird auch abgebaut. Genau, sehr schön. Wir werden jetzt einfach den Raum etwas enger und kleiner machen. Da werden sich die Gefangenen nun vielleicht nicht so freuen. Das soll uns jetzt aber erstmal herzlich egal sein. Ja, und das Ventil ist hier in dem Gefangenenraum auch echt bescheuert platziert. Ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat. Da kümmern wir uns auch mal drum. Das bauen wir auch ab. Müssen wir nur schauen, dass der Wasserfluss nicht unterbrochen wird.
So, ja, der Kooms, der läuft hier jetzt natürlich echt doof rum mittendrin. Aber so wie ich es sehe, büchsen uns unsere Gefangenen hier im Moment nicht aus. Die sitzen hier alle drinne. Das ist natürlich Sprengstoff, Leute. Da müssen wir dringend dran. Können wir diese Boxen hier jetzt beiseite packen? Lassen wir sie erstmal stehen. Systematisch geht es weiter mit einer Ziegelmauer. Und jetzt gucken wir mal. Zwei ist das Minimum, was wir haben sollten. Eins, zwei. Ja, das ist natürlich echt doof. Eins, zwei, Mauer. Eins, zwei, Mauer. Eins, zwei. Ah, ist auch doof. Drei und Mauer. Ah, jetzt bauen sie natürlich schon. Da hat euer Matt nicht nachgedacht. Aber ich habe ja auch nie behauptet, dass ich ein Vollprofi bin. Im Moment bin ich gut damit beschäftigt, hier die ganze Geschichte in Schach zu halten. Mein Problem ist halt einfach, dass ich keinen neuen Zellenbereich bauen möchte, weil das geht zu sehr ins Geld. Dann versuchen wir jetzt lieber hier uns das irgendwie zurechtzutricksen. Und zwar eins, zwei. Wir machen das jetzt einfach so. Wenn da einer was gegen hat, dann hat er leider mal Pech gehabt. Anders geht das jetzt gerade nicht. Hier kommen die beiden Gefängnistüren hin und jetzt kommt der Clou. Hier gibt es dann das WC. Hier gibt es das WC. Ein Bett. Und noch ein Bett. Und schwuppsiwupps haben wir aus der Viererzelle eine Zweierzelle gemacht. Das war natürlich jetzt echt effektiv. So, dann ach du liebe Zeit, prügeln die jetzt hier auf den Wärter ein, oder was? Nein, die hauen jetzt schon wieder alle ab. Wir brauchen dringend mehr Wärter. Das ist mir eben nämlich schon aufgefallen. Aber ich kann gar nicht so viele Dinge auf einmal. Oder gehen die jetzt alle kollektiv zum Essen hier und machen gar nichts? Das wäre natürlich richtig gut. Na, anscheinend sind die ja friedlich. Ich dachte, hier ist jetzt sonst was los, aber irgendwie alles gut. Aber hier fehlt immer noch Wasser. Warum kommt hier kein Wasser an? Also irgendwie werden wir hier so nicht glücklich mit dem Wasser. Das heißt, anscheinend. Oder ist das Ventil nicht aufgedreht? Doch, es ist aufgedreht. Das Wasser fließt hier. Es fließt und fließt und fließt, aber es fließt nur bis hier. Dann versuchen wir mal ein größeres Rohr hier zu bauen. Ist natürlich jetzt arg übertrieben für eine Spüle, aber meine Hoffnung ist, dass wir da später nochmal von profitieren. An anderer Stelle. So. Was ist hier los? Hier fehlt auch schon wieder Wasser. In diesem Knast ist immer was los. Hier gibt es nichts, was rund läuft. Dann wollten wir die Anlieferung später nochmal verschieben. Ja, kümmern wir uns drum, wenn es ruhiger geworden ist. Was ist mit euch denn los? Was zum. Naja, der muss die also alle hier rein- und rauslassen. Na, herzlichen Glühstrumpf. Oh, hier, die kommen alle wieder zurück. Sind die denn jetzt einigermaßen entspannt? Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ach, verflucht, die müssen auch noch duschen. Und es wuselt und wuselt. Können wir denn schon sehen, ob sich hier. Jawohl, hier fließt schon mal gut Wasser. Dann hoffen wir mal, dass hier gleich was ankommt. Also anscheinend kommt das Wasser sogar schon bis hier. Ja, sieht doch gut aus, ne? Vielleicht müssen die Teile hier auch noch gebaut werden. Ist natürlich jetzt starke Verschwendung. Also man hätte schon ein Hauptrohr bauen können. Und dann abzweigen können.
Aber mir soll das im Moment ganz recht sein. Um den Laden hier ans Laufen zu kriegen. Ach, siehst du wohl. Ja, da ist jetzt auch kein Wassermangel mehr. Was haben wir hier? Ach so, das soll in die Spüle, aber die Spüle ist noch nicht angeschlossen. Also ihr seht, es gibt hier viele komplexe Zusammenhänge auch in dem Spiel. Die Sachen haben immer irgendwie was miteinander zu tun, aber man erkennt das zuerst gar nicht. Es dauert ein bisschen, bis man es überhaupt erkennt. Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass diese Typen alle ihre eigene Zelle kriegen. Was machen wir? Bauen wir jetzt doch einen neuen Zellenblock vielleicht? Weil das wird hier nichts. Das ist Mist. Großer Mist ist das. Andererseits, wir haben nur noch 7200. Wir können eigentlich auch keine großen Sprünge mehr machen. Und hier steht auch das Zeug rum. Aber warum? Hier läuft ein Moss rum. Der läuft hier einfach frei rum. Kein Mensch weiß, was mit dem los ist. Der hat eine vollgepinkelte... Ja, vollgepinkelte... Jetzt verhaspe ich mich schon hier. Eine vollgepinkelte Toilette. Alkohol will er auch. Oder wie? Na, herzlichen Glühstrumpf. Ja, ihr seht, das wird jetzt schwierig hier. Richtig knifflig. Wir machen mal Folgendes. Das ist jetzt vielleicht das Bescheuertste, was man machen kann. Baue ich hier weiter? Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Ich mache hier weiter. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Wir bauen einen Zellenblock. Sagen wir mal 20. Der kostet 1,4. Der kostet 2030. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, das machen wir jetzt einfach so. Bevor das hier im Chaos ausartet. Das sind natürlich auch so grundlegende Sachen, wo man dann gleich überlegen muss, was man tut. Und wenn man da schon falsch einsteigt, dann verbaut man sich hier anscheinend ganz schnell. So, hier wandern jetzt Tabletts rüber und... Hier wird anscheinend gleich gegessen. Und es wird hier immer voller und gleich kommen schon wieder neue Leute. Wir haben auch noch niemanden exekutiert. Ja, Freigang im Hof wird überwertet. Kostengünstiges Anbauen. Da hast du recht. Das stimmt. Der olle Hof, Landschaft und so weiter, das braucht kein Mensch. Außerdem landen die Leute doch bei uns sowieso am Ende auf dem elektrischen Stuhl. Und es macht auch viel mehr Spaß zu spielen, wenn man den Chat dabei sehen kann. Fällt mir gerade so auf. So, die fleißigen Heinzelmännchen, die sind hier am Start. Der Koch ist am Start, der kocht hier sein Gebräu. Vielleicht will man gar nicht wissen, was das so genau ist. Und wir können ja mal in den Kochtopf gucken. Naja, es ist grün und stinkt anscheinend. Ich bin bei diesem Spiel eigentlich permanent immer in Zeitnot. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in Hektik. Ich müsste jetzt irgendwas Spezielles machen. Aber im Moment kann ich hier gar nicht viel machen, weil hier gebaut wird. Ich bin allerdings sehr, sehr froh, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir uns hier damals für den Zaun entschieden haben. Denn anscheinend kommen die Jungs hier jetzt nicht mehr so schnell in Versuchung, einfach abzuhauen. Aber ist schon witzig, wie die sich hier auch versammeln. Ich habe nur immer Angst, so viele Leute gegen den einen Wächter, dass hier irgendwie noch Unglaubliches passiert. So. Macht schneller. Das kann ja nicht so lange dauern. In der Zeit kann ich mich nur umgucken. Das ist mir, also hier mit den beiden Wärtern und so vielen Leuten, das ist mir echt unheimlich. Sehr, sehr unheimlich. Ich glaube, wir werden dann noch Riesenprobleme bekommen. Hm.
Und dabei müssten uns die Leute eigentlich dankbar sein. Ich meine, wir bauen hier oben einen wunderbaren Wohntrakt. Andere Leute, die wohnen nicht mal im Freien so gut. Und dann kommen die noch her und beschweren sich hier. Und schieben hier einen auf Agro. So. Anscheinend reicht nicht mal Tisch und Bank hier aus. Der Typ kriegt anscheinend schon eine Wutkrawatte hier und will Essen haben. Hier. Ach so, das geht hier jetzt auch fließend über. Hm, das ist ja nett. Das hätte ich nicht erwartet, aber cool. Und wie ist das hier? Warum ist hier keine Mauer? Soll das jetzt heißen, dass hier in der Richtung keine Mauer existiert, weil hier der Zaun ist? Ah, vielleicht müssen sie den auch abbauen. Ach, und zu dem Typen kommen wir ja auch einfach rein. Na stark. Ja, kein Wunder, ich habe auch die Tür vergessen. Da bauen wir mal eine große Tür, weil die Leute ja auch rein und raus wollen. Also mehrere Gefangene auf einmal. Und dafür entfernen wir diese Tür hier, weil das kann nicht sein, dass hier ein Zugang zum Büro ist. Das geht nicht. Die sollen hier lang gehen. Genau, nimm das Ding gleich mal auseinander hier. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und gleich kommen schon wieder neue. Zwei Familien wollen auch noch besuchen. Ja, wo denn? Sollen die hier rumstiefeln, oder was? Nee, Freunde, so wird das nichts. Wir ziehen hier jetzt lieber nochmal eine Wand. Und anscheinend gibt es hier hinten wirklich keine Wand. Das geht natürlich nicht. Das holen wir nach. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, dass wir das hier auch ein bisschen hübsch machen. So. Habe ich überhaupt noch so viel Geld? Oh ja. Ästhetik ist alles. Das kommt hier hin. Und jetzt kommt der Trick an der Geschichte. Wir gucken mal. Drei und einer. Eins, zwei, drei und eine Mauer. Eins, zwei, drei und eine Mauer. Eins, zwei, drei, Mauer. Eins, zwei, drei, Mauer. Eins, zwei, drei, Mauer. Eins, zwei, drei, Mauer. Joa. Hier schließt es sowieso nicht bündig ab. Machen wir das so. Hier wird gebaut. Genau, dann kriegt dieser ganze Trakt hier eine große Mauer. Und jetzt geht's los. Eins, zwei, drei, Mauer. Eins, zwei, drei und Mauer. Eins, zwei, drei und eine 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 Mauer. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Jetzt haben wir schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zellen gewonnen. Und da brauchen wir Elektrizität. Wow, es wird hier echt komplex langsam. Der Zellenblock kriegt Elektrizität. Warum dürfen wir nicht? Nein, nicht mehr genug Geld. Macht aber nichts. Anscheinend reicht es gerade noch dafür. Und es kommt ja auch noch ein bisschen was rein. Dann können wir später von dem reinkommenden Geld, das ist natürlich bescheuerte Planung, aber davon können wir dann die Zellen ausstatten. Solange die Insassen hier sind und uns jeden Tag Geld... Wo sind eigentlich die Insassen? Hier ist es dunkel. Wir sehen die gar nicht. Ah, verflucht. Ich hoffe, dass diese Tür hier zubleibt und sich die Leute nicht verdünnisieren. Die Rohre vom Start bis zum ersten Ventil noch vergrößern für Wasser. Gute Idee. Machen wir auf jeden Fall.
Genau, ja, ich weiß, du meinst diesen Verbindungsweg hier. Stimmt, das ist eine Katastrophe. Sobald wir die Zellen fertig haben, versuchen wir das mal. Und da bringen wir hier auch mal ein bisschen Ordnung ins Leitungsnetz. Ansonsten erinnere ich mich da ruhig nochmal dran. Weil es ist ja manchmal so ein bisschen wie, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? In 5 Minuten habe ich es dann schon wieder vergessen. Aber das kriegen wir zusammen hin. So. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier mit dieser ganzen Dunkelheit in den Zellen habe ich echt ein schlechtes Gefühl, muss ich eingestehen. Aber nun gut, das kriegen wir hin. Hier ist das Ventil ganz gut platziert. Wohin wollt ihr eigentlich? Was habt ihr eigentlich vor hier? Wieso laufen meine Arbeiter hier um offensichtlich 3 Uhr nachts mit Taschenlampen vor dem Knast mit den Wärtern durch die Gegend? Und wo zum Teufel sind eigentlich die verfluchten Gefangenen? Das sind die Fragen, die ich mir gerade so stelle. 109 haben wir jetzt. Vielleicht reicht das sogar schon für die Stromleitung. 10. Ja, dann könnten wir schon mal 10 verlängern. Das könnte sogar klappen. Das müsste ja eigentlich schon ausreichen. Was macht der Koch hier unten in der Pumpstation und in der Elektrizitätsstation? Das ist mir hier alles echt suspekt, was hier abgeht. So, hier haben wir. Okay, hier kann nicht gebaut werden. Ach, ja, kein Wunder. Es gibt ja hier auch noch keine Türen. Die Jungs sind einfach eingesperrt. Ja, verflucht. Auch da müssten wir eigentlich mal eben. Ja, da müssen wir auf Geld warten. 103. So kommen wir nicht weiter. Hier passiert aber was. Das ist gut. Jetzt müsste hier normalerweise gleich das Licht angehen. Vorausgesetzt, unser Generator macht nicht den Abknicker. Hier liegen Hölzer rum. Die können wir verkaufen. Dass ihr hier alle rumspukt. So, und manchmal ist das einzige funzlige Licht, was hier in unseren Knast dringt, unser Mauszeiger. Die haben anscheinend gerade was gegessen. Es ist echt übel, dass hier immer einer hingehen muss, um diese Tür zu öffnen. Da habe ich eine Idee. Da kümmern wir uns auch nochmal drum. Da werden wir nämlich hier eine Staff Door setzen und der Koch ist ja ein Mitarbeiter. Dann kann der da frei durchgehen. Und wir werden jetzt hier erstmal die erste kleine Gefängnistür installieren. Zwar am besten genau hier, dass der hier mit seinen Kabeln weitermachen kann und da vor allem rauskommt. Aber das hier mit den Mauern geht bestimmt auch noch schöner. Dass die hier so ruhig bleiben. Essen, schlafen, gut, okay. Ja, ich hatte jetzt schon mit einer Revolte gerechnet, wobei die kann ja auch schneller kommen, als man glaubt. So, eigentlich könnte man die Zelle ja hier auch mal. Ich habe gesehen, man kann die auch durchsuchen und solche Späße. Eigentlich könnten wir hier mal. Hoppla. Was haben wir hier denn? Genau. Können eigentlich auch mal die Zelle durchsuchen. Vielleicht haben die Jungs ja irgendwas dabei. Haha, jetzt geht's rund. Wir sind hier ja nicht im Erholungscamp. Und hier steht auch im Chat gerade schon vom WhatsApp. Das ist die Ruhe von dem Sturm und da hat er wahrscheinlich recht. Wer schläft denn hier? Ah, ein richtiger Gefangener. Sehr schön. Was hat der hier? Ach, der hatte eine Gabel dabei. Ja, klar. Warum nicht, ne? Ein Handy. Ja, da hätten wir uns die. Ach, Pillen hat er auch dabei. Da hätten wir uns die Revolte ja schon hier ins Haus geholt. Ist ja unglaublich. So, hier passiert wieder was.
die Tür kommt. Das heißt, der kann gleich raus. Hier diese Hölzer, die sind immer verkäuflich. Jetzt hatte ich gerade schon Angst, dass das Spiel einen Abknicker gemacht hat hier. Hier sind noch mehr Hölzer. Was haben wir hier? Ein Licht. Da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ihr kennt das schon. Gut. Und da ist sogar wieder ein bisschen Geld dadurch reingekommen. Also, wenn wir kein Geld haben, Hölzer verkaufen, bringt es auf jeden Fall. Dann installieren wir weitere Türen. Hier habe ich sie auf der linken Seite installiert und diesem Schema werde ich dann hier auch mal folgen. Okay. Sehe ich ein. Sehe ich absolut ein. Jo, du wartest schon wieder. Und in ein paar Minuten, in einer Minute, null Minuten, es kommen neue Leute. Ach du liebe Zeit. Also wir müssen uns mal, so böse das auch klingt, aber wir müssen uns echt mal um die Entsorgung der Leute hier, die wirklich extrem straffällig sind, Gedanken machen. Das kann so nicht weitergehen. Ach du liebe Zeit. Und vor allem irgendwann müssen die auch mal wieder entlassen werden. Das heißt, irgendwo muss doch mal es die Möglichkeit geben, dann auch zu sagen, pass auf, du bist geheilt. War das nicht so? Ja, hier, er zum Beispiel ist auch bald raus. Der hat schon die Hälfte der Zeit abgesessen bei uns. Unglaublich. Und dabei saß er die ganze Zeit hier in dem kleinen Raum, wo übrigens schon wieder kein Licht ist. Da kommen die Neuen. Und die laufen hier mal erstmal übers Gelände. Jawohl. Was soll's. Wir haben's ja. Ja? 23/2. Normale Security, 23. Also offensichtlich können wir maximal zwei Leute wirklich in Sicherheit unterbringen. 23 Leute sind schon in unserem Knast. Und wir haben kaum Zellen. Schon ein bisschen peinlich. Dann werde ich jetzt nochmal hier dieses ästhetische Loch... Achso. Das geht gar nicht. Weil hier die Mauer im Weg ist wahrscheinlich. Na, dann lassen wir es erstmal dabei bewenden. So, ich hatte gesagt, Hölzer verkaufen im Fall der... ja, sozusagen Langweiligkeit. Was man so sagen darf. Und damit verkaufen wir uns hier über diese Hölzer im Prinzip schon gerade. Die Grundausstattung hier für die Zellen. Ja, Fußbodenbelege und so, da machen wir uns erstmal keine Gedanken. Was haben wir hier in den Boxen? Die Lichter, genau. Sehr schön. Sehr schön, es kommt Bewegung rein. Hier kommt keiner ran, das ist natürlich extrem doof. Weil das im Zweifel bedeutet, dass wir an der Stelle dann keinen Strom bekommen. Der ist auch schon wieder müde. Der Koch schwingt schon wieder das Hackebeil. Hier liegt auch schon wieder irgendwas rum und es wird hier immer voller. Also wenn jetzt eine wenn jetzt eine Revolte ausbricht, dann wundert es mich gar nicht mal mehr. So kann man ja nicht vernünftig leben hier bei uns. Ach, jetzt muss der auch noch jeden Einzelnen hier rein und rauslassen. Wow. Einfach nur wow. Ich habe gesehen, es gibt auch andere Türmodi, dass wir das auf Dauer offen stellen. Aber ich habe die Befürchtung, wenn ich das mache, vergesse ich das nachher. Und wenn die Knastis da sind, dann laufen die hier einfach frei rum. Außerdem hat der auch... Ach, ich bin auch so dumm. Ich weiß, was mein Denkfehler ist. Die benutzen ja hier nochmal... ja, die ganze Zeit benutzen hier die normalen Türen mit, die Gefangenentüren quasi. Wir brauchen dann an der Stelle tatsächlich doch nochmal eine Staff Door, weil die sich dann hier frei bewegen können. Logisch.
Und das gleiche gilt auch für den Knastkoch hier. Der kriegt eine Sondertür und da kriegt er auch nochmal eine Sondertür. Dass die hier nicht die ganze Zeit immer auf die Wärter warten müssen. Zumal die Wärter sich ja um die Gefangenen kümmern sollen. Jetzt kommt genau das große Rohr. Daran solltest du mich erinnern. Genau. Danke. Das machen wir jetzt auch einfach. Das kleine Rohr, hier lasse ich einfach mal so liegen, wie es ist. Aber den ganzen Part ziehe ich hier mal so rüber, wenn das geht. Muss mal schauen. So. Vielleicht verschwinden die Ventile dann jetzt. Da müssten wir sie nochmal neu bauen. Aber dieses hier sollte ohnehin weg. Da kann ja jeder dran rumfummeln. Und wir haben immer noch 1,3 auf der Bank. So, dass wir. Hier fehlt noch eine Tür. Kein Wunder, dass da keiner bauen kann. Und jetzt geht's los. WC. 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 Noch eins. Noch eins. Noch eins. Und dann Bett. 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 Und kein Geld mehr. Hier wird fleißig gespiesen, wenn ich dieses Wort mal verwenden darf. So. Weiter geht's. Wenn wir das hier fertig haben, werden wir noch etwas Notwendiges tun, meiner Meinung nach. Wir werden unseren Knast mal ein bisschen verbessern. Ja, der Geldmangel, der schlägt schon immer ganz gut zu hier. Und wir haben noch so viele Aufgaben. Das haben wir auch schon gemacht. Ah ja. Delete war's. Damit verschwindet's auch. Drei Leute sollen in die Isolationshaft. Ja, in welchen Raum? Räume, genau. Apropos Räume. Hätte ich doch fast vergessen, das hier so zu setzen. Und da gibt's eine neue Chatnachricht. Ich muss oben die Zellentür nur manuell öffnen. Okay, das werde ich gleich mal probieren. Also hier zum Beispiel kann ich jetzt. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Vielleicht kannst du mir das ja auch noch mal eben in den Chat schreiben, falls du es noch weißt. Da ist der gute Mad Scientist LP mal wieder zu blöd für. Wasser. Alles blinkt, alles braucht Wasser. Aber wir nähern uns hier auf jeden Fall einem sehr guten Zustand. Irgendwas summt hier immer. Yard. Sie dürfen also jetzt anscheinend frei rumlaufen, aber irgendwo. Die Summen gefällt mir nicht. Was bedeutet das? Was ist hier los? Ach ja, wir hatten ja nicht mehr genug Geld. Okay, im Chat lese ich, hat sich schon erledigt. Die Arbeiter kamen nicht rein, die Officer kamen und haben das erledigt. Joa. Da wird der Erste in die Zelle gebracht. Hier sitzt einer, hier sitzt einer, hier sitzt einer. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Was ist das denn hier für ein Dreck? Achso, sollen wohl Blumen sein. Hier ist es noch arg dunkel. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Ja, auch kein Wunder. Gibt nämlich noch gar keinen Strom. Geld haben wir aber wieder. Könnte also klappen.
Nassis im Dunkeln. Ganz schlechte Idee. Hier wäre es jetzt natürlich auch gut, wenn sich die Türen schließen, aber Yard heißt meines Verständnisses nach, dass die hier auch im Hof rumlaufen dürfen und deswegen sind die Türen anscheinend alle offen. Also es gibt hier so einen Tagesablauf mit Tag und Nacht und nachts müssen die dann eingesperrt sein, schlafen. Ja, jetzt ist auch alles zu, genau. Jetzt ist Schließzeit. Oder wie wir beim Bund gesagt haben, Zapfenstreich. Wobei Bund und Knast, das kann man nun echt nicht vergleichen. Also wirklich, beim besten Willen nicht. Also Bundeswehrzeit ist eigentlich eine gute Zeit gewesen, kann man insgesamt sagen. Und insgeheim bereut man es dann manchmal doch, dass man nicht auch einfach mal verlängert hat zum Beispiel. Also das mit dem Geld, das könnte alles noch besser sein, aber der Daily Cashflow, der ist eigentlich gar nicht schlecht. 1438 kommen pro Tag rein. Ich kann mich an den Anfang des Spiels erinnern, da lag der Wert ungefähr gleich. Hier übrigens zu sehen, es gibt nicht genug Mahlzeiten für die ganzen Gefangenen. Und hier steht der Dreck auch rum. Das ist natürlich eine Katastrophe. Passiert hier jetzt was? Hier kommt eine Anlieferung. Der Generator, dem geht es auch gut erstmal, obwohl das hier dunkel ist. Da könnten wir auch noch mal Lampen installieren. Weil wer weiß, ob sich da nicht mal einer verlustiert. Aber hier scheint es ein Licht zu geben. Hier auch. Kann es sein, dass die Stromstation einfach nicht mit sich selber verkabelt ist? Doch, anscheinend schon. Das ist verbunden, das ist verbunden. Bist du überhaupt eingeschaltet? Bist du überhaupt eingeschaltet? So kommen die Zweifel auf. Irgendwo rüttelt hier einer am... Ach, der will ausbrechen? Ja, dann machen wir doch mal... Ah, hier kommen auch schon die Wärter. Die wollen anscheinend zu dem Typen. Wie, was? Du willst nicht zu dem Typen? Ja, dann solltest du dich jetzt mal um den kümmern. Ja, da guckst du blöd, ne? Der will auch abhauen, oder was? Boah. Hat ja ganz gut gelitten, der gute Mann. Geht ihr mal schön essen, während die sich da oben schlagen. Haben wir eigentlich sowas wie einen Betriebsarzt hier, hätte ich fast gesagt. Räumlichkeiten. Yard. Schauer. Büro. Ja. Wie machen wir weiter? Ihr esst gerade. Was mache ich mit dir? Ach, du bist bewusstlos. Und jetzt kommt hier auch noch irgendeiner reingestiefelt. Das ist großer Mist. Schicke ich dem jetzt hier so ein Sanitäterteam? Was kostet das? 100. Ja, komm. Aber anscheinend... Ach so, zwei sind dann wahrscheinlich die maximalen, die wir da haben dürfen. Die Frage ist, bleiben die hier? Hauen die wieder ab? Kosten die Geld? Da sind sie auch schon.
Dann geht ihr mal zu dem hier. So, ich hoffe mal, dass ein bisschen Geld reinkommt. Wir können uns ja in der Zeit hier mal ein bisschen umgucken. Wir haben jetzt bislang noch gar nicht so viel gemacht. Wir haben jetzt 4 Leute, die in ISO-Haft sollen. Einer ist im Lockdown, der ist also eingesperrt und kommt nicht mehr raus. Einer braucht medizinische Hilfe, das ist der Typ von da oben. Der wird geheilt. Das Besuchszentrum müssen wir noch bauen. Und es kommen bald schon wieder neue Leute. Bürokratie. Heul, was passiert da? Micromanagement. Finance. Das sind neue Sachen. Das können wir uns gleich mal detailliert angucken. Ich versuche mir nämlich gerade einen Überblick zu verschaffen. Prison Grading. Das ist die Bewertung unseres Gefängnisses. 0 Gefangene wurden entlassen und 10 müssen entlassen werden, bevor dieser Bericht fertiggestellt werden kann. Das ist ja doof. Hier gibt es aber auch Berichte. Wir haben jede Menge Arbeiter. Ich glaube, dass wir da mal ein bisschen bereinigen können. So viele Leute werden wir nicht mehr brauchen für den kleinen Kram, den wir hier machen. Die Wächter, das ist okay. Da kann ich absolut mit leben. Gefangene mit normalem Risiko. Hohes Risiko, kleines Risiko. Nee, das lassen wir erstmal so. Kleines Risiko können wir auch machen. Und hier dann schließen. So, hier sind die Dinge, die anscheinend noch getan werden müssen. Bedarf. Wir brauchen einen Psychologen. Hier können wir sogar den Tagesablauf bestimmen. Das ist cool. Da fasse ich aber lieber erstmal nichts an. Policy lasse ich auch erstmal. Okay, was haben wir hier? Okay, also wir können hier anscheinend so Spezialisierungen auch bauen. Und wenn ich das richtig sehe, kriegen wir Geld. Und es gibt hier auch die Möglichkeit, einen Kredit freizuschalten. Hätte uns natürlich so manches Mal geholfen, aber so leben wir zumindest zwar von der Hand in den Mund, aber wir leben. Andererseits können wir natürlich auch keine großen Sprünge im Moment machen. Die Frage ist, warum geht es hier nicht weiter? Weil hier die Betten fehlen. Warum geht es hier nicht weiter? Wahrscheinlich, weil wieder kein Wasser ankommt. Hä? Weil wir noch gar kein Wasser gelegt haben. Shit. Das holen wir nach. Mal gucken, ob das Geld reicht. Ja, das ist eigentlich immer recht günstig mit diesen Pipes. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viele Arbeiter, aber nun gut. Ich möchte diesen Block da jetzt endlich fertig kriegen. Unsere Gefangenen, das ist ja auch bares Geld. Und ich möchte gerne den Psychologen haben. Ach, einen Doktor können wir später auch noch mit reinholen. Okay, also wir müssen erstmal Dinge erforschen, bevor wir da weitermachen können. Die Mediziner, die hatten dem ja auch geholfen. Das heißt, der schläft auch wieder. Können wir den wieder freilassen? Wow. Wir können sogar noch bestimmen, wie gefährlich der Typ ist. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall seine Zelle durchsuchen. Und Lockdown hat er schon gekriegt. Der muss noch, also 28 Jahre muss er insgesamt noch absitzen. Der kann super schnell laufen. Der war schon sehr lange in Lockdown. Gut, der wird jetzt ja erstmal durchsucht. Und die Sanitäter können wieder von dannen schwirren. Warum geht's hier nicht weiter?
Ach so. Komm bestimmt wieder nicht rein. Naja, war klar. Aber es passiert was. Und da schlägt er wieder zu, der Autosave. Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon auf Sendung? Hat jemand aufgepasst? Ah, hier steht's. 50 Minuten. Und wir machen munter weiter. Weil heute ist Open End hier. Open End. Ja, klar. Man wird müde mit der Zeit, aber ein bisschen was schaffen wir noch. So. Ihr habt das mit dem Wasser im Griff. Das freut mich. Zumal ich jetzt hier gerne nach links weitermachen möchte. Schauen, was wir da so an Geld brauchen. Ja, könnte was werden. Wir halten das aber erstmal klein. Und nehmen da auch eine kleine Tür. Hier ist noch ein Stapel Holz. Der kann weg. Warum leuchten die? Ach so, die wollen. Ja. Hartman. Gunnery Sergeant Hartman. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Und vielleicht sagen die Gefangenen das ja auch irgendwann dann über mich. Aber wir sind eigentlich schon ein guter Knast. Sag mal nix. Mit Küche, Kantine und so weiter. Anderswo gibt's Wasser und Brot. Ja. Also da sind wir schon richtig fähig. Ich habe auch gesehen, dass hier bei den Geldern immer drin steht, was reingekommen ist. 77 Cashflow, also das ist wohl einfach nur so als Verdienst. Aber wenn ich das richtig sehe, ist der Cashflow etwas gestiegen sogar. Ich meine mich zu erinnern, dass wir vorhin noch bei 1,5 standen. So, ihr wartet bestimmt wieder. War klar. Ihr merkt, vielleicht, dass ich ein bisschen ruhiger werde jetzt gerade. Wer hat denn da geschrien? Ist einer gestorben oder was? Was war das denn? Ne, ich versuche einfach den Stresspegel ein bisschen runterzuhalten hier. Weil sonst wird es zu unübersichtlich. Und dann gucke ich denen lieber erstmal zu hier, was die machen. Oh, was ist mit dir denn? Sag bloß, du willst hier ein Licht installieren. Sag bloß. Jahrelang. Keiner da. Aber wieso sind das hier eigentlich normale Türen? Das heißt, jeder Depp kann hier reinspazieren? Das müssen wir nochmal ändern. Das müssen wir nochmal ändern. Unbedingt. Was hast du dabei? Hier so ein Rohr, okay. So, und hier passiert auch nichts mehr. Ja gut, hier fehlen jetzt noch die Betten, das sehe ich ein. Die waren ja auch nicht so teuer. In 58 Minuten kommen neue Gefangene rein. Ja, die laufen jetzt außenrum, auch nicht schlecht. Vielleicht sollten wir dann hier auch nochmal einen Mitarbeiterzugang einrichten. Hier ratzt einer so laut, dass er schnarcht. Hier ist Bewegung drin. Ja, ihr merkt jetzt gerade, geht es etwas ruhiger zu. Wie gesagt. Gucken jetzt mal hier ein bisschen zu.
Vielleicht ahnt ihr ja auch schon, was hier passieren soll. Ja, hier die olle Zelle, da können wir auch nichts mehr sehen. Ich erinnere mich, dass im Tutorial die Rede von Fenstern war. Wir sollten vielleicht mal ein paar Fenster und. Window, Large Window. Ja, ein großes Fenster wäre schon cool. Bauen wir da mal ein Fenster ein und dann vor allem auch Lichter. 30, ja, können wir uns leisten. 1, 2. Wir hatten hier wirklich keine Lichter in der Bude, ne? So wie es scheint. Unglaublich. Jetzt kommt Licht ins Dunkel und irgendeiner brüllt da. Hier haben wir wieder das Mauerproblem. Das spielt hier immer mit dem Zaun zusammen. Das muss natürlich dringend behoben werden, bevor sich da einer rausarbeitet. Ach, er läuft hier auch schon frei rum. Was wie? Was heißt hier? Ah, wieder kein Geld. Oh, super Zelle. Mit einer Wand offen. Das ist natürlich eine Einladung. Aber hier liegen wieder Hölzer rum. Die sind mir gar nicht aufgefallen. Das macht die Müdigkeit. So, da haben wir die normale Tür. Hier sollten wir auch nochmal die Mauer wieder instand setzen. Denn hier entsteht unsere patentierte Dusche. Dass die Leute sich hier anständig duschen können. Und da brauchen wir einfach jetzt nur noch ein paar Duschköpfe. Nichts leichter als das. 20 kostet einer. So. Und zack, Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Den hier lassen wir frei. Und so schnell läuft der Lack. Was das hier sein soll... Ach so, das ist seine Tür. Ich wollte gerade schon sagen, das kam mir extrem komisch vor. Hier gibt es wieder keinen Strom. Strom war aber nicht so teuer. Das heißt, wir könnten mit etwas Glück den Sprung hier rüber schaffen. Ah ja, man müsste sich natürlich auch ankabeln. Ja, da guckst du, wa? So schnell kommst du ja nicht mehr raus. Aber wenn die Leute erstmal duschen können, dann kriegen wir hier nicht nachher Pest und Cholera rein. Die laufen hier auch schon im Kreis. Gut, ich habe vorhin auch gesehen, dass es die Möglichkeit für Hofgänge gibt. Dann sollten wir mal schauen, was ein Zaun kostet. Wo ist er? Ja, vielleicht bin ich in der falschen Sektion. Ja. Hier ist der Zaun. Und dann machen wir nämlich diesen Bereich hier. Und hier setzen wir einen Zaun. Und hier setzen wir einen Zaun. Dann wird es hier eine große Tür wieder geben. Vorausgesetzt, die Kohle reicht. 200 für die. Also richtig große Sicherheitsmaßnahmen hat unser Gefängnis natürlich nicht. Das gestehe ich ein. Aber wir haben hier jetzt zumindest überall Elektrizität, wenn ich das richtig sehe. Hier fehlt noch ein Bett. Hier ist die Installation der Duschen angesagt. Ja.
Ich mache es jetzt doch mal, dass ihr hier zur Rande kommt und lasst euch die Tür offen, dass hier nicht jedes Mal dieser Schlüsseltyp anrücken muss. Richtig cool wäre natürlich auch, wenn man den Wärtern hier einen festen Bereich zum Patrouillieren geben könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Falls einer da eine Idee hat, immer rein damit in den guten Chat. Was ist hier denn los? Och nö. Beide verletzt. Was ist mit dem? Lassen wir da jetzt nochmal Mediziner anrücken? Das ist mir eigentlich zu teuer. Ah, hier fehlt wieder Wasser. Dafür ist das Geld eigentlich besser investiert. Hatten die eigentlich hier die große Röhre vorhin gebaut? Ja, fast. Eine Röhre ist hier noch klein. Das ist in Arbeit. Hier haben wir nur die kleine Röhre. Mal schauen, ob die noch bis dahin hält. Wahrscheinlich nicht, wie ich mein Glück kenne. Aber für einen 20er nehmen wir das mal eben mit. Es dauert jetzt alles etwas länger, wo unsere Arbeiter nicht mehr so schnell sind. Hier sind Stühle und so weiter drin. Wie schaffen wir dieses Zeug denn weg eigentlich? Dump. Weil wir können es eigentlich nur wegwerfen. Offensichtlich kommt niemand und holt das. Oder wir müssen sowas nochmal bauen und es passiert dann von selbst. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir noch einen Tisch bauen. Und wenn wir noch eine Bank bauen. Wenn wir noch eine Bank bauen. Du baust den Zaun, das ist löblich. Gibt es nicht Aufräumer? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich können wir die noch nicht... Genau, die können wir noch nicht einstellen. Wir brauchen Groundskeeping. Da muss ich gleich mal schauen, wie wir an sowas rankommen, weil diese Boxen sind halt schon extrem lästig. Genau, die Übersicht mit dem Personal, das stimmt. Staff. Jobs. Nee, das war nicht die richtige Übersicht. Ich glaube, es war hier in der Bürokratie. Security, Prison Policy. Okay, hier geht es also um Ernährung. Hier gibt es den Chief of Security. Finance. Wäre natürlich für unsere Situation auch gar nicht so schlecht. Micromanagement, Foodlogistik und Köche, Deployment, Program, Maintenance, das wird es wohl sein, ne? Der Vorarbeiter. Ja, genau, der kann sowas machen. 500 kostet der. Habe ich noch nicht. Oder muss ich erstmal den Weg gehen? Nein, den Warden haben wir schon. Ich müsste also diese Schnur hier nehmen zur Maintenance. Sobald die Kohle da ist, schalten wir den mal tatsächlich frei. Dass das hier ein Ende nimmt, weil das verwittert uns ja sonst. Jetzt könnten wir es machen. Und dann machen wir es jetzt auch. Und ich sehe schon, in 6 Stunden wird der freigeschaltet. Ich sehe schon, dass wir hier mal ein bisschen die Tasks abarbeiten müssen. Das wird sonst zu viel. Da können wir im Moment nichts machen mit der ISO-Haft. Das nützt nichts. Die 8 Leute, da können wir auch nichts machen. Wir könnten uns aber mal um das Besucherzentrum kümmern. Da habe ich auch schon vielleicht eine kleine Idee. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier fehlt immer noch ein Bett.
Hier fehlt Wasser. Das war klar, dass das Rohr hier wieder nicht reicht. Aber da greifen wir mal schnell zu Trick 17. Sorry an alle Sanitärfachleute, es tut mir leid. Wieso kriegt dieser Typ hier eigentlich seine Handschellen nicht mehr abgenommen? Ich meine, irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Können wir den nicht wieder freilassen? Ups. Nicht wieder freilassen? Na, ich erwische immer tatsächlich was anderes als den Tab hier. So, hier duscht schon der Erste. Wie ich den Typen freilasse, weiß ich nicht. Freizeit momentan. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben so viel Gefangene, es sind noch keine Mahlzeiten fertig, dass wir uns auch mal um einen zweiten Koch bemühen müssen. Ich bin jedenfalls schon ganz froh, dass hier nicht mehr wie am Anfang irgendwelche Leute auf der Straße rumstehen. Das war echt ein Knaller. Und es kommt ja Geld rein und das Geld steigt. 2500 schon. Nur, dass hier jedes Mal Leute abgeliefert werden. Da wäre es ganz gut, wenn wir mal irgendwie sagen könnten, jetzt ist Schluss, jetzt wollen wir erstmal dicht machen. Ich glaube, das machen wir auch. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Wo war es? Wo war es? War es in der Bürokratie? Nein, es war nicht in der Bürokratie. War es im Report? Ich glaube, ja. Wir machen hier mal closed. Soweit ich das beurteilen kann, mit meinem geringen Sachverstand an der Stelle, wenn wir hier closed machen, kommen erstmal keine neuen mehr. Es reicht. 31 Leute. Wir können später gerne mehr aufnehmen. Mehr Leutchen. Aber das reicht erstmal. 161. Ich brauche noch 40. Hier schreit schon wieder einer rum. Wow, was ist mit denen denn los, sag mal? Die sind am Verhungern und es ist noch keine... Boah, es sind ein paar Mahlzeiten fertig, also... Eigentlich heißt es ja, zu viele Köche verderben den Brei. In dem Fall verderben zu wenig Köche hier gerade die Laune der Leute. Das ist so witzig, wie die hier reinstürmen. Ach so, und die Duschen, die bleiben dauerhaft offen erstmal. Bis auf Widerruf. Jetzt haben wir 200. Sehr schön. Dann bauen wir hier erstmal eine kleine Tür hin. Es sollte eigentlich eine große sein, jetzt wird es eine kleine. Und warum bauen wir da eine kleine Tür hin? Na, ganz logisch. Weil das hier wird unser Yard. Unser Auslauf für die Leute. Erstmal. Dass sie hier so ein bisschen einfach Freizeit genießen können. Bisschen rumlaufen, blablub. Da kommt wieder Geld rein. Es wird immer mehr, was reinkommt. Eigentlich ist das gut. Wir sind zwar ein bisschen knapp bei Kasse. Oha. Nein, nicht. Nicht hier. Verflucht. Verflucht, verflucht, verflucht. Alle hier rein. Da rufen wir mal die Cops. Und dann rufen wir auch lieber mal die Sanitäter. Schicken die hier alle rein. Die Lage beruhigt sich, nachdem hier unser Sondereinsatzkommando kommt. Also die ISO-Haft wird auch höchste Eisenbahn, dass wir solche Täter hier, die in unserem Knast ausrasten, gleich mal ein bisschen in den Griff bekommen. Zumal allein die blanke Aussicht, dass sie da reinkommen, die wahrscheinlich schon in Schock versetzt. Warum kommen die Sanitäter eigentlich nicht? Sind die schon da? Eigentlich sind die da. Wo sind denn die alle? Oder sind die jetzt alle gestorben? Ist ja offensichtlich niemand mehr da. Das ist auch fertig. Das stellen wir auch auf Dauer offen.
Aus dem einfachen Grunde, dass hier nicht jedes Mal in der Freizeit die Wächter alles aufschließen müssen. Wo bringst du den denn jetzt hin? Was machst du mit dem? Ach, der kommt in den Krankenwagen. Ah, genial. Was war das? Was hat da geklingelt? Hat das einer mitbekommen? So, und die Riot Police, die geht hier nochmal rein, weil anscheinend sind die hier auch noch derbe unentspannt, die Leute. Hier ist einer, liegt hier einer tot rum, einfach unglaublich. So, ihr passt auf die mal ein bisschen auf hier, dass die mir nicht schon wieder ausrasten. Hallo Creep, willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Und ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht, weil die tot sind. So, hier ist es jetzt beruhigt, glaube ich. Dann lassen wir die Riot Police mal wieder abhauen. Die haben jetzt erstmal nichts zu tun, aber das ist natürlich schon richtig mies hier mit den ganzen Leuten. Hier kommt noch ein Krankenwagen. Ist das jetzt quasi der Nachschub oder bringt er die weg? Okay. Also vielleicht werden da gleich noch mehr Leute hingebracht. So. Du musst auf deren Needs achten. Die sind unentspannt, weil die Hunger haben und schlafen wollen. Ja, das mit den Needs ist gar nicht so einfach, weil wir knapsen hier im Moment chronisch am Hungertuch. Also so geldmäßig. Es kommt hier zwar echt viel rein, aber sobald was reinkommt, ist es auch immer gleich wieder weg. Aber du hast natürlich recht. Wir müssen echt versuchen, es angenehmer für die Leute auch zu machen. Und was zum... Jetzt geht das hier schon wieder los. Was ist denn hier los? Wie sind die alle so aggressiv, verflucht? Der ist auch tot. Meine Güte. Was haben wir denn noch für Räumlichkeiten? Wir könnten vielleicht hier so einen Gemeinschaftsraum auch bauen. Exekution. Ich glaube, wir hatten ja gesagt, wir haben diese Leute nicht. Das Gute ist, es hat funktioniert, das Ganze abzuschließen. So dass keine neuen mehr kommen. Und wir bauen jetzt als nächstes das Solitary Confinement, also die ISO-Haft, damit wir diese Leute, die hier so ausrasten, in den Griff bekommen. So, und so pietätvoll wie wir sind, werden wir die ISO-Haft hier mit der Küche und der Kantine irgendwie abschließend bauen. Oder hier oben mit der Dusche. Das ist natürlich ein Knaller, aber gut. Schauen wir mal, was uns der Spaß kosten wird. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich hatte gesehen, wir können ja. Wow, okay. Also, wir können anscheinend trotzdem schon mal rüberziehen. Hatte ich jetzt gerade nicht erwartet, aber warum nicht? Ach so, das geht jetzt nicht mehr. Ja, da hat der Creep recht. Er schreibt hier im Chat, deswegen darf man am Anfang nicht allzu viele Sträflinge haben. In der Regel sollte man immer etwas weniger Zellen belegt haben, als man zur Verfügung hat. Genau, weil ich aber so ein verdammter Noob bin und das Spiel jetzt das erste Mal spiele, habe ich die nicht zugemacht, die Zellen. Also, ich habe immer neue Gefangene reinbekommen und wusste halt nicht, wie ich das bremsen kann. Jetzt habe ich vorhin irgendwann im Stream zufällig den Button gefunden und seitdem ist auch etwas besser geworden. Da schreibt er hier auch weiter, sonst werden die ziemlich ungemütlich und prügeln sich und sterben deshalb alle weg. Ja, da hat er natürlich recht und die Auswirkungen davon haben wir ja gerade schon gesehen. Und wir werden uns jetzt Gelder besorgen, damit wir hier weitermachen können. Und zwar hatte ich gesehen, hier bei Grants gibt es hier anscheinend so Förderprogramme. Und wir können ja mal gucken, ob es etwas gibt, was zu uns passt. Zum Beispiel das Basic Detention Center. Eine Holding Cell, eine Dusche, ein Hof, eine Küche, eine Kantine, also eine Art Mensa oder ja, Kantine einfach. Zwei Guards, zwei Köche. Und es gibt 20.000 im Voraus und 10.000, wenn wir fertig sind. Ich finde, das können wir machen, weil
ohne mir jetzt die anderen mal durchgelesen zu haben. Aber wir haben das doch hier schon fast alles. Richtig. Zwei Köche noch, dann nehmen wir die Kohle mit. Ja, sind wir denn blöd? Das machen wir. Wir wollten doch sowieso einen zweiten Koch haben, weil der erste es nicht mehr schafft. Zack, so schnell geht es. Und dann haben wir es bestanden und haben 10.000 gewonnen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch schon vorher gemacht. Das ist gut, weil das bedeutet, wir können diesen Raum jetzt weiterziehen. Nämlich genauso groß, wie wir ihn eigentlich haben wollten. Hoppla. Wenn ihr übrigens Anmerkungen habt zum Raumbau und ihr sagt, hey, ich möchte das anders haben, mir gefällt das nicht, wie du das machst, dann schreibt es ruhig in den Chat. Also ich versuche natürlich auf eure Wünsche da einzugehen. Gar keine Frage. Weil ich spiele das Spiel ja nicht nur für mich, auch. Es ist halt sehr cool. Aber ich spiele das Spiel ja vor allem für euch. Dass wir hier zusammen Spaß haben können, unsere Freizeit ein bisschen gestalten können. Und deswegen sind solche Kommentare absolut willkommen. Da muss keiner irgendwie Angst haben. Und ich werde einen Teufel tun, hier irgendwen zu flamen oder sonst was. Da gibt es andere Kanäle für. Das brauche ich nicht. Oder wie sagt man, aus dem Alter bin ich raus. Und hier ist jetzt wieder Leben, weil wir so viel Geld bekommen haben. Wir haben 30.000. 30.000. Das ist viel Kohle. Und wisst ihr, was wir machen? Wir bauen diesen Knast jetzt massiv aus. Und zwar, jetzt muss ich erstmal meine Gedanken ordnen. Wir werden diese komische Megazelle, die noch aus dem Anfang stammt, wo wir noch nicht wussten, oder besser gesagt in dem Fall, wo ich nicht wusste, was hier geschieht, die werden wir mal abreißen. Können wir das alles auf einmal machen? Ach so, es gibt hier ja Bulldozing irgendwie. Wir werden das hier alles. Wenn man wüsste, wie. Das hier alles wegdosern. Wir werden diesen merkwürdigen Zellenblock hier komplett wegdosern. Wir müssen allerdings dann darauf aufpassen, dass die Leute uns nicht wieder abhauen hier durch die entstandenen Schlupflöcher. Wir werden, und jetzt werde ich echt übermütig, weil wir gerade mal ein bisschen Kohle haben, diesen Vorarbeiter einstellen und der erlaubt uns dann auch Hausmeister und Gärtner einzustellen. Und wir hatten ja hier diesen Report, nee, nicht den Report, die Bürokratie gesehen. Und wir können uns jetzt mal anschauen, was es hier gibt. Klon. Klon, da können wir einfach ganze Bereiche klonen. Und Groundskeeping. Der hält hier Sauberkeit. Und Cleaning reinigt innen und macht die Wäsche. Und dann gibt es hier Arbeitsmöglichkeiten. Okay, der Creep schreibt auch gerade hier Bulldoze, weil ich da ja vorhin so ein bisschen hilflos rumgeklickt habe. Da musst du dich dran gewöhnen, weil ich ein kleiner Noob bin. Aber du hast natürlich völlig recht und ich danke dir dafür den Hinweis. Wir werden erstmal den Cleaner holen, weil ich denke mal, Sauberkeit ist ein bisschen wichtiger als der Außenbereich. Und das dauert jetzt erstmal wieder mit der Entwicklung. Hier ist der Abriss gerade. Dann machen wir hier oben weiter. Erstmal, dass wir das hier mal in Ordnung bringen. Weil es geht mir schon gehörig auf den Zünder, dass es hier nicht weitergeht. Dann möchte ich hier jetzt endlich mal Lichter haben. Also ihr seht, sobald Kohle da ist, kommt Bewegung in die Geschichte. Funzel, 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 Funzel. Noch eine Funzel, noch eine. Und noch ein. Und hier in der Dusche auch eine Funzel. Wobei ich ja schon immer der Meinung war, dass Strom und Wasser nicht so richtig zusammenpassen. Aber hey, es ist unser Knast und wir können hier machen, was wir wollen. Wo wollt ihr hin? Geht ihr jetzt duschen? Moment mal, wieso? Jetzt sag nicht, die Dusche läuft auch noch über. Was zum.
Da hatte ich aber mal was gesehen und das fällt mir jetzt erst wieder ein, wo ich die Dusche überlaufen sehe. Es gibt nämlich auch einen Abfluss. Ich habe vergessen, einen Abfluss zu bauen. Sorry. Hier sieht es aus wie Sau, weil hier gerade der Abriss stattfindet. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wartet mal ab. Das wird noch besser. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir endlich unseren Cleaner einstellen können. Und ich glaube, wir kommen hier jetzt ganz gut zu Wege. Hier haben wir den Rohbau für das, was später unsere Isolationshaft wird. Das heißt, wir brauchen hier eine große Gefängnistür. So dass die Leute da auch weiterarbeiten können. Hier klopfen sie gerade alles auseinander. Das freut mich. Das freut mich einfach. Hier ist Arbeit. Hier läuft es nicht mehr über. Dann machen wir mal draußen weiter und bulldozen diesen ganzen Bereich hier weg. Und der Warden, der nervt mich da auch. Aber ich will jetzt auch nicht übermütig werden, weil sonst knapse ich nachher wieder an der Kohle rum. Ich kenne das doch. Und wir legen jetzt hier eine Foundation für 1, 2, 3, also auf dem vierten. Jetzt sagt ihr, was? Wie? Was? Auf dem vierten? Ja, wartet mal ab. 1, 2, 3, 4. Also 5 Meter sind das. Ziehen wir hier rüber. Das sind dann die Zellen. Jetzt kommt nochmal einer für den Gang. Ja, wie? Was heißt denn hier blöb? Naja, gut, dann lass ihn erstmal machen. Okay, der Creep schreibt hier auch freundlicherweise gerade. Für Isolationshaft braucht man ganz wenig Platz. Es reicht also eine Gefängnistür und ein Block frei für den Gefangenen. Jo. Das ist gut. Dann werden wir es genauso machen. Das ist auch alles nicht endgültig. Also, es kann auch sein, dass wir die ISO-Haft später ein bisschen weiter rausbauen. Es ist erstmal nur, um eine überhaupt zu haben. Und dann hier auch die bekannte Serie von Netflix nachzuspielen. Irgendwie ist hier doch auch schon wieder Tumult. Leute, regt euch ab, sonst hole ich wieder die Sondereinheit rein. Ja, alles klar. Ach du hier, sag mal. So keinen halben Meter groß. Und hier am Rumpöbel, ne? Das ist ja nicht zu glauben. Diese Zelle hier, die reißen wir ab. Aber nur so. Und so. Dass hier die Arbeit fortgesetzt werden kann. Das ist jetzt alles ganz trickreich, was ich hier veranstalte. Ich weiß. Aber ihr werdet sehen, was ich vorhabe. Es dient quasi einem größeren Ganzen. Der Warden mit seinem Office, der ist auch extrem bescheuert platziert. Ich weiß gar nicht, warum ich den da direkt hingebaut habe. Ja, jetzt nutzt die Chance. Haut ab! Dieser ganze Schutt hier. Den würde ich dann am liebsten von unserem neuen Mitarbeiter... Sag mal. Von unserem neuen Mitarbeiter erledigen lassen. Ja, der Creep hat völlig recht. Er sagt hier quasi, ich hätte ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Und ja, so ist das halt immer bei der ersten Runde. Ich habe gestern nach dem Stream auch gesehen, dass es noch eine größere Map gibt. Und wenn wir hier irgendwann mal durch sein sollten, falls es sowas überhaupt gibt, das weiß ich nicht, dann können wir es gerne nochmal auf einer riesigen Map versuchen.
Und dann werde ich versuchen, das alles zu beherzigen. Es ist ja eigentlich immer in jedem Aufbauspiel so. Warum ist eigentlich das Wasser da oben jetzt weg? Es ist ja in jedem Aufbauspiel so, dass man bei der ersten Runde alles falsch macht und dann beim nächsten Mal alles richtig. Aber ich würde mich auch nie als Pro-Gamer bezeichnen. Ich bin kein Vollprofi. Ich mache jede Menge Fehler. Und ich gebe mir aber alle Mühe. Also ich mache keine Fehler absichtlich. Aber es gehört halt auch dazu. Denke ich zumindest. Das große Rohr wird repariert. Ich möchte noch mal in die Bürokratie reinschauen. Uff, Cleaning dauert noch 5 Stunden 59. Momentchen mal. Aber den haben wir doch schon von einer ganzen Weile angestoßen. Der müsste doch eigentlich jetzt mal langsam dann in Wallung auch kommen. Und der Creep zeichnet hier oder zeigt hier im Chat Verständnis für mich. Hier fehlt noch was. Die Tür. Hast du die Tür dabei? Nee, du hast nur Zutaten. Wo ist denn der Türmensch? Ach so, ihr seid alle hier im Abriss. Hehe. Na, kann ich dich mal hierher ziehen? Geht das? Kann ich das priorisieren? Geht das? Ach, du sollst doch jetzt keinen Abfall wegbringen. Obwohl, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ihr seid hier einigermaßen fertig, ne? Gut. Hier entsteht nämlich etwas Neues. Nämlich dieser schöne Plot. Und da können die sich gleich erstmal drum kümmern. Ich würde gerne das mit der Tür priorisieren. Es gab hier irgendwo den Report und die Jobs. Und es wäre eigentlich total cool, wenn man ihm sagen könnte, mach das mal schneller. Boah, so viele Aufgaben. So viele Aufgaben. Aufgaben über Aufgaben. Noch mehr Aufgaben. Ganz viele Aufgaben. Construct, construct, construct. Frame, frame, frame. Floor, floor, floor. Ja, ganz unten wahrscheinlich. Okay, es ist zu viel. Dann doch auf die althergebrachte Weise. Und ich freue mich so, dass ihr alle dabei seid und dass mein Stream bei euch anscheinend gut ankommt. Das freut mich, weil das bedeutet für mich dann auch, dass ich definitiv weitermache. Weil es ist schon was anderes, ob man immer gleich ein direktes Feedback hat oder ob man quasi gegen die Wand spielt. Und hier wird unser neuer Innenhof wird hier genutzt und die trainieren, zum Beispiel, um die Wächter besser verprügeln zu können. Oder was auch immer die vorhaben. Ja, bei einer größeren Zuschauerschaft hätte man jetzt natürlich auch mal in den Raum fragen können, wer war denn schon mal in so einem Knast? Aber das wäre dann auch unangemessen. Nein, das macht man nicht. Hier ist alles im Bau. Ich brauche einen von den Maintenance-Typen. Gut. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was Creep mit dem Maintenance-Typen meint, ob er jetzt schon den aus der Entwicklung meint. Kann das sein, dass er damit meint, dass die Entwicklung deswegen blockiert ist? Maintenance, einmal. Ach so. Verstehe ich das richtig? Der Typ. Maintenance. Der Vorarbeiter. Cleaning? Hm. Der ist doch von dem abhängig. Schauen wir doch nochmal hier rein. Vorarbeiter, einer von einem. Der braucht ein Büro. Das habe ich eben nicht gelesen. Der braucht ein Büro. Das ist es. Danke, Creep. Guter Mann. Den Creep, den mag ich jetzt schon, weil der wirklich wertvolle Tipps hier hat.
Wir brauchen einen Beruf für den Typen. Ja, natürlich. Das ist das, was ich vergessen habe. Ja, wie dumm von mir. Was ist hier los? Wie? Momentchen mal, mein Freund. Oh. Ja, so kann man es auch machen. Durch den Rohbau. Ach, verflucht, die haben gesehen, dass der Rohbau offen ist. Nein! Nein! Na gut, andererseits leert sich der Knast, aber unser Ruf wird natürlich darunter leiden. Wie, war das gerade eine Explosion? Was zum... Oh, Leute, nein! Was? Haben die das hier jetzt gerade gesprengt oder abgerissen? Ich krieg die Tür nicht zu. Und jetzt schon gar nicht mehr verflucht. ja. Ups. Also, ja, gut. Scheiße. da machen wir das jetzt mal schnell so. Wir ziehen hier mal ganz schnell eine Mauer. Schwupps. Und noch eine. Schwupps. Verfluchte Axt. Das ziehen wir hier rüber. Es ist jetzt echt schwer, gerade den Kopf klar zu halten hier. So, und diese Riot Police, die können hier erstmal wieder rüberlatschen. Hä? Wo seid ihr denn alle? Ach, der wird jetzt hier schon wieder angegriffen, oder was? Oh, oh, oh. Da habe ich ja was angerichtet mit dieser offenen Lücke hier oben. Also denkt dran, wenn man ausbaut, keine Lücken lassen. Hier geht es jetzt natürlich auch nicht mehr voran. Der Typ mit seinem Büro, na super, das wollte ich gerade in Angriff nehmen. So, wir machen das jetzt mal anders. 21.000 haben wir noch und wir werden das jetzt auch mal so machen, wie Creep das sagt. Wir werden diese ganzen Förderungen nutzen. Und wir werden hier ein recht winziges Büro bauen. Und wir werden hier noch ein winziges Büro bauen. Und dann werden wir eine Staff Door einrichten. Und zwar hier und hier. Und wir werden eine Staff Door auch hier einrichten, sodass die Leute erstmal da hinkommen. Das werden die beiden Büroräume für den Maintenance-Typen und für den Warden. Und dann nehmen wir den hier nachher weg. Dass wir hier den Knast normal ausbauen können. Die Verwaltung kann gerne am Rand rumeiern. Vor allem, da soll ja auch gar kein Gefangener eigentlich groß hinkommen später. Und ich stelle jetzt mal wieder ein paar Leute noch ein. Wir haben noch 20.000. Ein paar Arbeiter. Weil das geht ja so hier nicht weiter. Das dauert alles ein bisschen. Und unser Knast fällt hier gerade auseinander. Komm, mach voll hier, mach rund. So ist es. Der WhatsApp kann sich vielleicht auch noch erinnern. Wir kannten mal einen Typen. Der ist mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Und wie ihr wisst, wenn man hupt, unnötig mit dem Auto, kostet das eine Geldstrafe, eine kleine. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. 15 Euro oder so. Man darf jedenfalls halt nicht innerhalb der Stadt hupen. Und dann haben sie sich wohl einen rausgecashert, der das gemacht hat. Und der hatte irgendwie einen guten Tag, hat dann nochmal auf die Hupe gedrückt. Und gesagt, mach rund. So kann man es natürlich auch machen. Bei Fundamenten steht immer Requires an Entry. Und wenn du kein Entry manuell setzt, aber dein Fundament an einer bestehenden Wand ist, werden die angrenzenden Wände automatisch abgerissen, um den benötigten Eingang zu schaffen. Das ist doof, aber fixen die bestimmt noch. Okay, dann wird das wahrscheinlich der Grund gewesen sein, warum die hier vorne alles zerstört haben. Hier ist jetzt mittlerweile ein vollwertiger Raum entstanden. Die brauchen hier unten auf jeden Fall noch Strom. Ja, aber das ist gut zu wissen. Aber ich muss sagen, das Spiel von dem jetzigen Stand her ist schon echt verdammt gut spielbar. Also ich bin so ein Typ, der auch sehr viel Early Access kauft. Und ich habe schon die größten Reinfälle erlebt mitunter. Und das hier ist wirklich schon sehr, sehr gut ausgereift. Und es macht vor allem tonnenweise Spaß, ebenso viel Spaß, dass man hier einen ganzen Livestream bespaßen kann damit.
Hier kommt unsere ISO-Haft hin. Hier ist allerdings noch ein Loch in der Mauer da und ist schon wieder Gebrüll. Ich will da jetzt gar nicht mehr gucken. Hier kommt ein Stück Mauer hin. Hier ist die Tür. Was braucht dieses ISO-Haft? Oh, anscheinend war es das schon. Also die Leute werden dann hier wohl nur reingebracht. So, die können abziehen, aber wir brauchen einen Krankenwagen und sterben hier anscheinend die Häftlinge davon. Oder weg. Jetzt kommt wieder so einer mit Paramedics. Letztes Mal kam ja dieser komische Wagen, der die Leute direkt abtransportiert hat. Vielleicht hat das einfach mit der Zahl der Leute auch zu tun. Ja, das sieht natürlich auch echt dufte aus. Ich bin ganz begeistert. Das kann auseinandergenommen werden. Dass wir das später nochmal an anderer Stelle recyceln können. Spätestens, wenn der Typ da sein Büro hat und die Forschung bei dem anderen Typen weitergeht. Und hier ist auf jeden Fall schon Leben. Ach so. Ja, lassen wir die erstmal machen. Irgendwie hat sich die Lage jetzt im Moment gerade beruhigt. Ich weiß aber auch nicht, wie lange. Ach, ihr seid hier schon drin. Na, super. Da muss ich mich ja um nichts kümmern, wa? Hier wurden auch wieder die Mauern eingerissen, ganz wie der Creep schon gesagt hat. Dann ziehen wir hier nochmal. Das kann hier rüber. Und hier werden wir wieder die kleinen Gefängnistüren verwenden. Aber ich muss sagen, wir haben uns auf jeden Fall an unsere Arbeit hier am und im Knast gewöhnt. Ich mache natürlich noch viele Anfängerfehler, das gestehe ich ein. Aber insgesamt läuft's doch. Es kommt Kohle rein, wir haben vorhin was verdient. Der Creep, der hat immer gute Tipps auf Lager. Ist doch alles super. Und hier, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Das ist natürlich... ja, dann... ziehe ich die Mauer einfach hier. Und dann haben wir hier... Ach, da oben ist schon wieder Geschrei. Also ich kriege die Leute nicht im Griff. Das Office. Ich glaube, bis hier habe ich gezogen. Und hier noch eins. Hat er das jetzt mit der Wand geschnallt? Du musst bei Isolationshaft beachten, dass die Prisoner da ihre Strafe absitzen. Das heißt, die haben erstens schon einen gewissen Aggressionspegel und sind durch die Strafisolation auch von Essen und Schlaf abgeschottet. Das heißt, wenn du eine große Isolationszelle baust, prügeln die sich da auch die Köpfe ein. Du solltest lieber mehrere Einzelhaftzellen bauen, schreibt der gute Creep. Das ist gut zu wissen. Eigentlich ja auch plausibel, also logisch. Das sollten wir dann auch so machen. Wir können ja mal mit einer anfangen. Ach, hier sitzt schon einer drin. Da sitzt schon einer drin, Leute. Da sitzt schon einer drin. Und der hat auch gleich einen anderen, ich wollte gerade sagen, einen anderen Pyjama anbekommen. 14 Jahre für Mord. Und der hat hier noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz. Wir machen unbekümmert erstmal hier unten weiter. Hier wird die Mauer gebaut und dann brauchen wir einen Schreibtisch. Ach so, das geht. Okay, es geht nur so. Ja, wie die Typen hier rumbrüllen, ist echt ein Knaller. Dann brauchen wir hier so einen Aktenschrank. Da
da bekommt jeder erstmal nur einen. Dann brauchen wir... wo bist du? Ein Stuhl. Was? Ja. So. Das haben wir. Office Desk, Chair, Filing Cabinet. Jo. Ich habe übrigens vorhin gesehen, ich weiß gar nicht, wer mich gestern darauf angesprochen hat. Auch einer der Zuschauer auf jeden Fall hat mir nach dem Stream, glaube ich, geschrieben, dass es auch das Ganze auf Deutsch hier gibt. Wollte ich vorhin auch einrichten, hat aber noch nicht so ganz funktioniert. Also ich hoffe, ihr könnt auch mit der englischsprachigen Version erstmal leben. Wenn es aber eine Möglichkeit gibt, das auf Deutsch umzustellen, mache ich das gerne. Ich versuche immer, wichtige Sachen auch für euch zu übersetzen, so gut ich kann. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Hier gibt es kein Licht. Ja, also auch wenn es ein ISO-Haft ist, Licht sollte trotzdem drin sein, dass die Missetäter sich hier nicht verstecken können. Missetäter ist eigentlich ein schönes Wort. Ich weiß gar nicht, warum das so mit Missachtung gestraft wird. Hier fehlt noch der Stuhl. Hier fehlt noch der Stuhl. Dann bringt die mal her. Und ihr beiden Typen hier, du hier vor allem, du gehst jetzt hier rein. Das ist dein neuer Raum. Ob dir das passt oder nicht. Wo ist mein anderer Fuzzi hier? Der Ober-Maintenance-Man. Der Foreman, genau. Du gehst in diesen Raum. Kriegst du das hin? Schauen wir mal. Schauen, ob das klappt. Die Stühle sind auch schon gleich da. Bei uns sitzt man nicht auf irgendwelchen IKEA-Möbeln. Wir haben richtig tolle Plastikstühle. Eigentlich auch gar nicht schlecht, dass die Offices draußen liegen. Wenn es zur Revolte kommt, haben wir da ein bisschen mehr Schutz. Und es stört mich jetzt eigentlich doch, dass die Mauer hier so bescheuert ist. Es tut mir sehr leid. Ich bin ein Mensch der Symmetrie. Ich kann das nicht mit ansehen. Das tut mir weh. Ich finde das so einfach besser. Buh, ja, da wird schon wieder gerufen und geschrien. Da könnt ihr rufen, wie ihr wollt. Das ist mir wurscht. Der Foreman hat sein eigenes Büro und damit haben wir die Prophezeiung erfüllt. Sag mal, klopfen die da die ganze Zeit auf Teller oder was wird das? Oder... Was macht der denn hier mit dem WC, sag mal? Guck mal. Das ist ja unglaublich. So, der Typ aus der ISO-Haft, der wird anscheinend rausgebracht. Ach, der kommt wieder in normale Haft. Ja, jetzt wird das passieren, was der Creep schon gesagt hat. Der Typ ist jetzt natürlich sauer. Und wird wahrscheinlich jetzt hier die ganzen anderen Leute anstacheln. Wie viele Wächter haben wir eigentlich noch? 7. Das ist gut. Ich hatte das Gefühl, es sind einige umgekommen. Was ist mit dir? Ach, die Paramedics. Ja, die können eigentlich, wenn die hier fertig sind, können die abhauen. So, du hast dein Büro. Der Foreman hat sein Büro. Aber was ist mit dem anderen Fuzzi hier? Mit dem Warden? Ach, schon wieder ein Aufstand hier? Ah, der wird schon wieder reingebracht. Oh Mann. Leute, 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 bleibt friedlich und cool. Gut. Der soll jetzt in sein Büro gehen. Und wir können jetzt auf dem Forschungsbaum hier weitermachen. Denke ich mal. Ja. Super. Creep hat's drauf. Der weiß, wie das läuft hier. Danke für den Tipp nochmal. Sonst hätte ich wahrscheinlich mich noch ewig gefragt, was da los ist. Und hier findet schon wieder irgendwas statt. Wir haben übrigens noch 10 Leute, die hier auf die ISO-Haft waren. Und deswegen... Okay, eine Holding Cell Betten. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Weil das ist billig und vielleicht kriegen wir die Lage ein bisschen beruhigt. Okay, das war ein bisschen doof vielleicht. Da kommen sie auch schon.
Hier haben wir jetzt hier diesen total bescheuerten Durchbruch. Boah, das sieht hier auch aus wie Lutz. Das ist echt totaler Scheiß. Man muss das mal so offen sagen. Hier kommt wieder eine Mauer hin. Noch haben wir genug Geld für alles. Denn hier lassen wir unser Besucherzentrum entstehen. Indoors. Ja, ich weiß nicht, ob der so groß sein muss. Es wird sich dann zeigen. Wahrscheinlich viel zu überdimensioniert, schätze ich mal. So, hier kommen Betten rein und ich hoffe, dass es die Lage ein bisschen beruhigt. Die sind alle schon hier in Orange. Die haben alle schon in ISO-Haft gesessen, die Leute. Das musst du dir mal vorstellen. Und deswegen, weil das so ist, Isolation. Genau. Weil das so ist, setzen wir hier eine neue Wand. Wir setzen hier eine neue Wand. Und wir setzen hier eine kleine Tür. Und wir setzen hier eine kleine Tür. Und dann werden wir aus diesem einen großen Raum mal zwei kleinere machen, genauso wie der Creep das auch beschrieben hat. Viel zu groß, sagt er schon. Ja, das. Ah, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Dann greifen wir nochmal zu Trick 17. Noch haben wir ein bisschen Geld. Ich glaube, dieser Spruch wird auch das sein, was irgendwie auf meinem Grabstein später steht. Noch haben wir erstmal ein bisschen Geld. Dann kommt hier noch eine Mauer hin. Was brauchen wir denn hier? Ein Visitor Table. Ach so, läuft das. Ja, wie im amerikanischen Knast. Ein Visitor Table. Ah, okay. Zack, 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 zack. Wir haben natürlich jetzt eine neue Gefahr. Wenn wir hier sowas bauen. Erstens können die Typen hier jetzt viel schneller raus. Deswegen wäre es hier sicherlich schlau, den Zaun zu erweitern. Und zweitens werden die Leute, die von außen kommen, auch mit Sicherheit unsittliche Dinge mit hineinbringen, wenn ich das mal so formulieren darf. Was ist hier denn schon wieder los? Ach so, ihr baut, das ist gut. Dann werden wir diesen Bereich hier mal umbestimmen. Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Das hier ist kein ISO-Bereich mehr. Das hier ist jetzt mal eben gerade auch keiner mehr. Mal eben kurz. Ja, ich weiß. Du bist aber einer. Und du bist einer. Fertig. Was fehlt noch? Eine Wand. Ach, jetzt reißt er die Wand wieder ab. Ja. Solange er sie nicht wieder sprengt. Aber wieso habe ich denn die Tür hier so bescheuert gesetzt? Was hat mich denn da geritten? Was hat mich denn da geritten? Es macht alles die Müdigkeit. Also ich habe heute tatsächlich auch schon gearbeitet. Nur mal so zur Info, falls ihr euch wundert. Ja, ein Shakedown. Da können wir das Gefängnis nach unsittlichen Dingen durchsuchen und irgendwie. Bauen sie jetzt die Mauer? Jetzt haben sie andere abgerissen. Ach so, das ist wieder das, was der Creep gesagt hat. Dass, wenn sie keinen Zugang haben, sie das andere abreißen. Trotzdem versuche ich jetzt nochmal mein Glück, weil ich ja so wenig lernfähig bin. Was macht eigentlich unser Cleaning-Mann? 40 Minuten noch, dann kommt er endlich. Dann können wir hier mal. Also das geht gar nicht. Das geht nicht. Nee. Shakedown. Ja, komm, machen wir. Jetzt wird alles durchsucht. Oha, was haben wir denn hier? Vier Messer, eine Gabel, Gift, nichts. Gefängnisschlüssel, ja klar. Zwei Handys, Drogen. Ja, gut, okay. Sag mal, hakt das bei euch oder was? Alkohol.
Die machen hier auch, was sie wollen. Was ist das denn für eine Gefängnisleitung, sag mal? Das ist ja echt das Letzte. Ach so. Bin ich ja selber. Ah, verflucht. Wieso klappt das jetzt nicht? Ich möchte hier gerne eine Brickwall bauen, aber anscheinend geht das jetzt gerade nicht. Wahnsinn, was die hier alles finden. Kein Wunder, dass hier ständig Tumult ist, wenn hier einer mit dem Messer rumläuft. Hier sollte auch ein Stück Zaun noch gebaut werden. Hier ist die Large Jail Door. Das sind Besucher. Ja, die müssen jetzt erstmal warten, bis das hier zu Ende geht. Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ich war der Meinung, wir hatten hier damals einen schönen Pfad gebaut. Ist der jetzt auch einfach nur verwuchert? Weil, es ist doch so, dass die Wachen sich da auch schneller bewegen können. Also, offensichtlich kann ich gerade wegen des Shakedowns hier nicht weiterbauen. So kommt es mir vor. Hoppla. Deswegen lasse ich das erstmal stattfinden. 15 Leute warten auf die ISO-Haft. Das ist doch ein Wahnwitz. Ein Wahnwitz. Das ist im Gang. Kann ich denn neue Leute einstellen zumindest? Weil dann würde ich ganz gern hier diesen Typen endlich einstellen. Endlich. Ich freue mich. Jawohl. Ach, das wurde Zeit und das freut mich. Das ist ein schöner Erfolg. Eigentlich... Wir warten jetzt noch mal kurz ab, bis die beiden hier mal ein bisschen sauber gemacht haben. Und wir warten natürlich auch den Shakedown ab. Und dann werden wir eine kleine Pause machen. Weil es wird Zeit, auch für mich, nicht in der Knastkantine, aber allgemein auch mal eine Kleinigkeit zu essen. Aber ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall viel Spaß hier bei dem Stream hattet. Und ich habe ja die ganze Zeit hier rüber gelinst. Der Creep hat so viel geschrieben und so fleißig mitgemacht. Und der WhatsApp hat so viel geschrieben und so fleißig mitgemacht. Und ihr wart mir die ganze Zeit treu. Dafür sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und beim nächsten Mal würde ich gerne wieder für euch streamen. Wenn ihr mit dabei seid, umso besser. Ja, willkommen in unserem Knast. Es ist die reinste Ruine hier. Ohne Mauern. Moment mal. Ohne Mauern? Habe ich gerade ohne Mauern gesagt? Ach, hier geht's wieder. Ja, und hier kommt einfach eine ganz normale Tür hin. Eine stinknormale Tür. Ja, das wird die natürlich nicht gerade begeistern. Also die Häftlinge werden vielleicht ja die Chance nutzen, durch die stinknormale Tür auch abzuhauen. Weiß denn einer zufällig, ob ich Wachen einen festen Platz zuweisen kann? Weil das wäre etwas, was ich gerne tun würde. Ich würde gerne sagen, Wache, du kümmerst dich um den Bereich. Und Wache kümmert sich um den Bereich. Aber wahrscheinlich hauen die dann da eh wieder ab nach einer Zeit. So, und wir kriegen hier Ordnung rein und wir haben hier so viele Sachen gefunden. 5 Messer, eine Gabel, der Alk, das Gift, eine Säge. Pff, 2x Gefängnisschlüssel, 2x Handy, ein Zeug und Medikamente oder Drogen. Das ist natürlich ein echter Knaller. Hier ist auch schon wieder der Ausguss kaputt, weil der liebe Herr Felix Davies so lange Haare hat, wie man sieht. Und deswegen mit seinen Haaren hier die ganze Zeit den verfluchten Ausguss verstopft. Ah, geht doch. Der war bewusstlos, der ist auch weg. Und schrumpfen langsam die Häftlinge davon. Aber wir können uns nochmal eben angucken. Wir haben 8500. Okay, das muss ich noch erforschen unter Deployment. Da gucken wir doch gerade mal eben nach. Deployment sagt er. Deployment. Hier. Aha. Damit kriegen wir das dann hin, dass Leute permanent da bleiben. An einem Ort, also die Wächter. Auch wieder ein guter Tipp von Creep.
Creep entpuppt sich hier so als das wandelnde Lexikon für das Spiel. Das finde ich gut, weil so bin ich nicht alleine. Das wären alles Sachen gewesen, die ich dann mühsam rausgefunden hätte wahrscheinlich. Aber so kommen wir gut voran. Jo, und hier dieser Security Chief. Den sollten wir uns auch besorgen, denke ich. Das Geld haben wir, das machen wir. Und der kriegt dann auch ein Büro. Wieso gibt es hier keinen Strom? Was ist denn das hier für ein Saftladen? Das ist ein Knast. Da möchtest du auch nicht tot über dem Zaun hängen. So, was bist du für einer? Du packst Müll weg. Ich bin so froh, dass es hier alles gereinigt wird. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Das ist einfach ein Traum. Das lasse ich hier nochmal offen. Das wird geschlossen. Das wird geschlossen. Und jetzt kriegen die hier diese Tür, die ich gesehen habe, die Solitary Door. Das ist dann ein etwas schwereres Gerät mal. So, hier unten soll einer noch ein Büro bekommen. Das heißt, das hier will ich bulldozern. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber der Warden, der hier oben hängt, wieso geht der nicht darunter? Ich habe dir doch schon ein paar Mal gesagt, du komischer Typ. Geh hier raus. Oder kannst du jetzt nicht wegen der Durchsuchung? Und überhaupt, wieso steht die Durchsuchung gerade? So, ihr habt was zu mümmeln, ihr seid zufrieden, hier ist überall Blut, da kümmert sich unser unterbezahlter Hausmeister gleich drum. Oh, der ist aber fix zu Wege, der Typ. Mann, Mann, Mann. Du gehst jetzt. Sag mal. Was ist mit Researching? Ach, verflucht, der macht gerade Forschung. Darum kann er sich nicht groß bewegen. Der kommt gar nicht aus seinem Büro wieder raus. Wände solltest du nicht bulldozern, sondern demolischen. Okay, ich versuche dran zu denken. Ansonsten klopf mir bitte auf die Finger. Denglisch, ja, das stimmt. Bisschen Denglisch ist das, aber man kann sich auch nicht ganz davon freimachen. Also Sprachkultur ist total cool und so. Gar keine Frage. Aber man ist nicht ganz frei von solchen Begrifflichkeiten. Das ist überall so, auf Arbeit auch. Dann haut wieder irgendeiner was raus, wo du denkst, es ist doch nicht sein Ernst. Und trotzdem passiert es immer wieder täglich in Deutschland. 15 Leute warten auf die ISO-Haft. Zwei sind quasi festgesetzt. Neun brauchen einen Arzt. Wir nehmen keine neuen auf, Gott sei Dank. Und sechs Familien wollen besuchen. Das ist kein Problem mehr für uns, weil die hier rein können. Von 8 Uhr morgens. Wieso ist hier eigentlich der Strom schon wieder ausgefallen, Leute? Och, nö. Der WhatsApp schreibt, ob ich nicht den Warden den Office-Bereich entfernen kann, um ihn dann hier runterzusetzen. Das ist eine gute Idee. Ich habe mit dem Gedanken auch tatsächlich gespielt, habe aber ein bisschen Angst, dass der Typ dann hier irgendwie seine Forschung abbricht. Und deswegen möchte ich einmal den Shakedown sowieso abwarten. Vor allem, wer weiß, was mit den Häftlingen ist. Nicht, dass sie nachher mein Warden fertig machen. Und ich möchte dann auch noch mal die Forschung eben beenden lassen. Ich glaube, das ist klug. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist klug. Ja, eine Stunde 46 noch, das halten wir aus. Das halten wir aus. Keine Frage. So, liebe Leute, dann schauen wir doch mal, dass der Shakedown hier jetzt noch zu Rande kommt. Wo hapert es denn noch? Ach, hier. Ah, ich verstehe. Das sollten wir dann auch mal beenden, bevor die Leute hier eine Krise kriegen.